Hallo und willkommen zu den Aminosäuren. Heute lernen wir gemeinsam die Strukturformeln der 21 proteinogenen Aminosäuren. Die werden häufig gefragt im Physikum und in den Prüfungen und sie bereiten auch vielen Studenten, mir damals auch, Kopfzerbrechen. Das soll heute ein Ende nehmen, denn wir haben für dich einen Gedächtnispalast gebaut, diesmal im Freien. Und zwar befinden sich die Aminosäuren bei uns auf dem Aminosäurespielplatz in unserer Biochemie City. Damit du dir die Strukturformeln besser merken kannst, haben wir alle Atome und funktionellen Gruppen in einprägsame Bilder umgewandelt und die erklären wir dir jetzt. Für ein H-Atom steht bei uns eine Hummel. H-Atom, Hummel, fängt ja genauso an. Und außerdem heißt das H-Atom ja auch Wasserstoffatom und eine Hummel hat auch wasserstoffgelbe Streifen. Für eine Methylgruppe, einen CH3-Rest, steht bei uns ein Hühnerbein mit drei Zehen. Die drei Zehen stehen ja so ähnlich weg vom Bein wie die drei H-Atome von dem C-Atom. Und außerdem erinnert uns die wasserstoffgelbe Farbe von dem Hühnerbein wieder an die drei H-Atome, an die drei Wasserstoffatome. Bei den Aminosäuren kommen ja häufiger aneinandergereihte CH2-Atome vor. Diese Kohlenstoffgerüste, die haben uns an eine Wirbelsäule erinnert und deshalb stehen bei uns für diese unterschiedlich langen CH2-Gerüste auch immer unterschiedlich lange Wirbelsäulen von unterschiedlichen Tieren. Der Frosch hat einen sehr kurzen Hals, deshalb steht er bei uns für ein CH2 bzw. ein CH. Ein Zebra hat schon ein bisschen einen längeren Hals, deshalb steht das Zebra bei uns für zwei aneinander gekettete CH2. Nochmal einen längeren Hals hat das Lama. Das steht bei uns deshalb für drei aneinandergereihte CH2. Und einen sehr, sehr langen Hals, vielleicht hast du dir das auch schon gedacht, hat natürlich eine Giraffe. Die steht bei uns deshalb für vier aneinander gekettete CH2. Für das Schwefelatom steht bei uns eine Schlange. Schwefel, Schlange. Außerdem ist Schwefel ja gelb, deshalb ist auch unsere Schlange gelb. Das Stickstoffatom heißt ja auf Englisch Nitrogen. Das hat uns an Nitro erinnert, also an Nitroglycerin, an Sprengstoff. Deshalb steht bei uns für das Stickstoff immer ein Dynamitpacken. Und je nachdem, ob es ein NH3, ein NH2 oder ein NH-Rest ist, hat unser Dynamitpacken drei, zwei oder einen wasserstoffgelben Streifen. Das Wasserstoffgelb steht wieder für unser Wasserstoffatom. Für eine Ketogruppe steht bei uns ganz einfach eine Kette. Die Säuregruppe sieht aufgemalt aus wie ein Trichter. Deshalb steht bei uns für die Säuregruppe ein Trichter. Der Trichter ist so grün wie saure Apfelringe. Das erinnert auch nochmal an die Säuregruppe. Für die OH-Gruppe, für die Alkoholgruppe, steht bei uns immer ein Nikolaus. Denn der Nikolaus sagt ja immer Ho, Ho, Ho. Und Ho, 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 rückwärts gelesen, bedeutet ja OH. Der Benzolring hat die Form eines Rings, deshalb steht dafür bei uns ein wunderschöner Diamantenring. Jetzt erkläre ich dir noch kurz die Grundstruktur von jeder Aminosäure. Darf ich vorstellen? Das ist Amin. Amin ist total sauer. Amin ist sauer, das steht für Aminosäure. Und warum ist Amin so sauer? Ihm steckt oben im Kopf mittendrin ein Trichter. Anscheinend wurde ihm ganz schön viel Müll und Mist ins Hirn getrichtert. Und zwar so viel, dass er schon ganz verrückt wird und dass er schon ein Tinnitus im linken Ohr bekommt und es summt und summt und brummt, als wäre da eine riesengroße Hummel drin. Jetzt wird Armin auf einmal so sauer, dass er mit seiner rechten Hand einen Dynamitpacken mit drei gelben Streifen nimmt und die Hummel in seinem linken Ohr in die Luft sprengen will. Oh oh! Wahnsinn, dass er das überlebt hat. Puh. Anscheinend ist er sogar total unbeeindruckt. Wenn wir genauer hinsehen, sehen wir nämlich, wie ihm einfach der Rotz noch aus der Nase läuft. Mit Armin, der sauer ist, können wir uns also jetzt die Grundstruktur einer jeden Aminosäure merken. Der Trichter oben im Kopf steht natürlich für die Säuregruppe. Die Hummel im linken Ohr steht für das H-Atom. Und der Dynamitpacken mit den drei gelben Streifen steht für das NH3, also für die Aminogruppe.
Und der Rotz, der aus der Nase läuft, der steht zu guter Letzt für den Rest. Der Rest ist bei jeder Aminosäure unterschiedlich. Und wenn wir gleich unseren Gedächtnispalast besichtigen werden, dann werden wir uns auch nur noch den Rest von jeder Aminosäure angucken. Denn die Grundstruktur ist ja immer gleich. Super, dann kann es ja jetzt losgehen. Wir beginnen da drüben am Schild mit den polaren Aminosäuren. Komm mit! Los geht's mit den polaren, ungeladenen Aminosäuren. Polar? Das erkennst du daran, dass ich angezogen bin wie ein Polarforscher. Solange ich also dieses Polarforscher-Outfit anhabe, weißt du, dass wir bei den polaren, ungeladenen Aminosäuren sind. Und jetzt geht's los mit der ersten Aminosäure, mit Cystein. Komm mal mit, wir schauen mal zu diesem Schild hier. Und Cystein, wenn man das anders ausspricht, heißt es ja Cystein. Und hier sehen wir schon lauter Knutschflecken und Kussmünde auf dem Schild und hörst du das? Da küssen sich auch schon zwei und man hört lauter Knutschgeräusche. Und siehst du das? Ein Frosch küsst eine Schlange. Oh, das ist ja seltsam. Okay, wofür steht das? Der Frosch, das weißt du ja noch, steht für CH2 und die Schlange steht für eine SH-Gruppe. Somit weißt du also, dass Cystein als Rest ein CH2 und ein SH hat. Damit ist Cystein also schwefelhaltig. Merkt ihr das? Weiter geht's mit der nächsten Aminosäure, mit Asparagin. Jetzt schauen wir mal rüber zu dem Baum hier. Asparagin, das hört sich ja ein bisschen an wie Spargel. Und schau mal, jetzt schießt auf einmal hier lauter Spargel hoch und voll gegen mein Gesicht. Eieiei, Wahnsinn. Ah, okay. Und hier bei diesem ganz besonders großen Spargel sitzt ein Frosch. Und er will den Spargel anscheinend ernten. Das macht er mit Hilfe von einer Kette zuerst hier auf der linken Seite. Das scheint irgendwie nicht so zu funktionieren. Er strengt sich an und müht sich ab, aber es klappt einfach nicht. Ach herrje, jetzt packt er den Dynamitpacken aus rechts und oh oh. Jetzt hat er ernsthaft den Spargel in die Luft geschossen. Naja, das Ernten hat immerhin geklappt, aber ob man den Spargel jetzt noch essen kann, weiß ich nicht. Okay, immerhin haben wir uns jetzt die Aminosäure Asparagin zusammengemerkt. Frosch steht natürlich wieder, das weißt du schon, für CH2. Unsere Kette steht natürlich für eine Ketogruppe, die hier links unten am Rest zu sehen ist. Und der Dynamitpack mit zwei Streifen, kann ich jetzt nicht zeigen mit meinen Fäustlingen, der steht für NH2. Und diese Gruppe, die Ketogruppe und das NH2, nennt man auch Säureamidgruppe. Super, jetzt hast du das Asparagin drauf. Weiter geht's an der Feuerstelle mit dem Glutamin. Hui, jetzt wird's mir aber warm hier. Hier brennt ja das Feuer mit der Glut. Das steht für Glutamin bei uns, das Feuer. Und ach hier, da ist ein Zebra angekettet, das Arme. So haben anscheinend die Steinzeitmenschen schon ihr Zebra gegrillt. Und es wiehert und quiekt, oh, das Arme, und wird schon fast zerbrutzelt. Und es kann ja nicht weglaufen wegen der Kette. Oh. Aber anscheinend ist das Zebra so zäh, dass es immer noch nicht gar wird. Und deshalb, siehst du das? Da haben die Steinzeitmenschen ein Dynamitpacken auf die andere Seite hingebunden und nicht schon wieder. Jetzt ist es gar, das Zebra. Ob ich das heute noch überlebe, wir werden sehen. Okay, jetzt kannst du auf jeden Fall die Aminosäure Glutamin. Diesmal haben wir ein Zebra und keinen Frosch. Das bedeutet, wir haben 2CH2. Und die Kette steht natürlich, wie gerade auch beim Asparagin, für eine Ketogruppe. Und das Dynamit mit den zwei Streifen, das steht natürlich wieder für das NH2.
Der einzige Unterschied zwischen der Strukturformel des Glutamin und des Asparagin ist damit also ein CH2 mehr beim Glutamin. Super, weiter geht's. Jetzt geht's weiter mit Aminosäuren, die alle eine Eigenschaft gemeinsam haben. Und zwar haben die alle eine Alkoholgruppe. Prost! Ich nehme jetzt mal ein Schlückchen. Wunder dich nicht, wenn ich auf einmal ein bisschen betrunken daher rede. Okay, los geht's mit dem Serin. Komm mit! Das Serin, das hört sich ja an wie Serien und deshalb steht hier auch schon ein Fernseher. Und wie du siehst, wurde dieser Fernseher von einem Nikolaus gebracht. Das ist ja nett. Schauen wir doch mal, was für Serien in diesem Fernseher kommen. Da kommen ja nur Froschsendungen, das ist ja total langweilig. Und jetzt springt er auch noch raus. Hilfe. Entschuldigung. Okay. Jetzt können wir schon die Strukturformel vom Serin. Der Frosch steht natürlich wieder für, genau richtig, für ein CH2. Und der Nikolaus, der macht ja immer ho ho ho, der steht für die OH-Gruppe, für die Alkoholgruppe. Prost! Weiter geht's mit der auch manchmal 21. Aminosäure genannten Aminosäure. Und zwar ist das das Selenocystein. Das wird nämlich aus dem Serin hergestellt. Komm mit. Selen, das hört sich ja an wie Selene. Und hier auf der Bank, mitten auf der Bank, total komisch, ist ein See. Und da lehnt ein Frosch ganz entspannt hier auf der Bank. Und der ist anscheinend so verliebt und deshalb küsst und küsst er sein Spiegelbild im See. Also, so kannst du dir merken, Selen, wegen dem See, und der Frosch lehnt. Und weil der Frosch so verliebt ist und sich küsste, er küsste ihn, Selenocystein. Und die Strukturformel hast du dir natürlich auch gleich schon wieder gemerkt. Der Frosch steht wie immer für ein CH2. Und der See, an dem man lehnt, ist das Selen. Das Selenocystein hat also genau die gleiche Strukturformel wie unser Cystein zu Beginn, außer dass die SH-Gruppe hier durch eine Selengruppe ersetzt wird. Und wie ich schon gesagt habe, Selenocystein wird nicht aus Cystein, sondern eben aus Serin hergestellt. Deshalb haben wir es hier gleich neben das Serin platziert. Weiter geht's mit unserer nächsten Aminosäure mit Alkoholgruppe. Mit dem Treonin, hier an der Tischtennisplatte. Ja, wie wär's mit einer Runde Tischtennis? Hast du Bock? Nee, hier ist schon besetzt, siehst du das? Aber ein Kreisel hüpft da hin und her, der sich dreht. Der dreht sich und hüpft her, hin und her statt einem Tischtennisball. Komische Sachen gibt's. Okay, wenn wir jetzt mal genauer hinschauen, dann sitzt da ein Frosch im Kreisel drin und die wird schon speichübel. Oh weh, für mich wäre das nicht. Oh, und jetzt sehen wir, warum sich der Kreisel überhaupt so dreht wie verrückt. Unten dran ist der Nikolaus und der erlaubt sich einen Streich und dreht den Kreisel an wie blöd. Ho, 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 tief aus dem Walde komme ich her und muss euch sagen, es dreht sich schon sehr. Beim Drehen hau ich so ein starkes Tempo rein, dass der Frosch bremst mit dem Hühnerbein. Ho, ho, ho! Und weil er den Kreisel so schnell andreht, haut der Frosch sein Hühnerbein als Bremse rein und schafft es dadurch zum Glück, den Kreisel zu bremsen. Puh, nochmal Glück gehabt. So, der Kreisel dreht sich, deshalb steht er bei uns für Treonin. Der Frosch steht hier für ein CH und das Hühnerbein steht für eine Methylgruppe, also für ein CH3, das hier vom CH wegsteht. Und der Nikolaus, der unten dran den Kreisel andreht, natürlich wieder für die OH-Gruppe. Prost! Weiter geht's mit unserer dritten Aminosäure mit Alkoholgruppe und der letzten Aminosäure, die zu den polaren
ungeladenen Aminosäuren gehört. Schauen wir mal zu dieser Tür. Vielleicht hast du es dir schon gedacht, bei der Tür haben wir natürlich das Tyrosin platziert. Und hinter dieser Tür wohnt anscheinend ein Frosch. Oh, und jetzt kommt ein Nikolaus mit einem Ring und klopft an der Türe. Der Frosch kommt auch schon raus. Oh, wie süß. Und er macht ihm einen Heiratsantrag, weil er so einsam ist. Und er möchte, dass der Frosch ihn heiratet. Oh, aber der Frosch hat anscheinend schon eine und schickt ihn weg und sagt ihm, er kann es den Ring sonst wohin stecken. Ja, nicht sehr nett. Naja. Die Tür steht bei uns natürlich für das Tyrosin. Der Frosch wieder für das CH2 und neu ist diesmal der Ring. Den haben wir diesmal zum ersten Mal. Aber du weißt natürlich, er steht für einen Benzolring. Und unser Nikolaus natürlich wieder für die OH-Gruppe. Der Rest vom Tyrosin ist also ein CH2, ein Benzolring und die OH-Gruppe ganz unten. Damit haben wir also einen hydroxylierten Benzylrest. Damit gehört Tyrosin auch zu den aromatischen Aminosäuren, weil es eben diese Ringstruktur in seiner Aminosäurestruktur hat. Perfekt! Jetzt haben wir schon die polaren, ungeladenen Aminosäuren geschafft. Weiter geht's mit den apolaren Aminosäuren. Das bedeutet, ich kann natürlich jetzt mein Polarforscher-Outfit wieder ausziehen. Komm mit! Den Gedächtnispalast für die apolaren und für die geladenen Aminosäuren findest du in unseren Lernpaketen auf www.happyhippocampus.com. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du jetzt überzeugt bist, dass Biochemie-Lernen nicht anstrengend sein muss, dass es auch leicht gehen kann, dann teile dieses Video gerne, sag es deinen Freunden weiter, lass uns ein Like da, abonniere unseren Kanal und klick auf das Glöckchen, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen. Danke, dass du Teil der Lernrevolution bist. Wir wünschen dir jetzt alles Gute für dein Lernen. Bis bald, mach's gut. Ciao.